Ja, hallihallo, einen schöne Feiertage wünsche ich euch. Jetzt geht's los bei Batman Arkham Origins. Ja, passend zu den Weihnachtstagen lege ich jetzt mit Batman Arkham Origins los, wo es ja eigentlich auch zur Weihnachtszeit spielt. Na dann, gleich mal ein komplett neues Spiel. Wie spielt Speicher automatisch bei jedem Speichervorgang erscheint dieses Symbol. Bitte schalte dein Computer nicht ab, sondern dieses Symbol siehst. Okay, ich werde versuchen, meinen PC nicht aus dem Fenster zu schmeißen. Glückwunsch, deine Adresse wurde bestätigt. Der Batman One Million Anzug wurde für die Herausforderungskarte ein neues Spiel und online freigeschaltet. Schön zu wissen, obwohl ich es nie benutze. Na dann, zuerst mal die Story. Mal schauen. Schwierigkeitsgrad natürlich leicht, ich bin doch so eine Pussy. Alle Hinweise im Spiel an- oder ausschalten die Auswahl. Naja, ich denke mal, es sollte schon. Hinweise sollten anbleiben. Ich vergesse auch immer so schnell, was für Taste ich drücken muss. Also, Spiel starten. Aufgrund der bedrohlichen Wintersturmwarnung eindringlich darum, heute Nacht in ihren Häusern zu bleiben. Es ist eine Insel, Bruce. Sie sind schon seit fast 2 Jahren zurück. Erwarten Sie, dass ich glaube, dass Gothams begehrtester Junggeselle Weihnachten erneut allein verbringt? Ihre Zeit ist abgelaufen. In dem Wissen, dass wir heute das Leben eines der abscheulichsten und erbarmungslosesten Mörders beenden. Julian Gregory Day. Commissioner Loeb, was sagen Sie zu dem Gerücht, dass es gar nicht die Polizei war, die Mr. Day geschnappt hat? Nein, es gibt keinen Batman. Captain Gordon! Keine weiteren Fragen, keine weiteren Fragen. Alle Einheiten, Code 10 im Blackgate-Gefängnis. Kommunikation abgebrochen, möglicher 2-11. Delta 6-4 auf dem Weg. Zentrale 5-9, Code 10 bestätigt. Ist das ein Ausbruch? Verdächtiger identifiziert als Black Mask. Wiederhole, Code 10. Verdächtiger ist Black Mask. Alle Einheiten im Blackgate, Code 6. Code 6. Commissioner Lopez wird festgehalten. Dann legen wir mal los. Warte nicht mit dem Frühstück, ob ich hier anbringt. Es wird etwas länger dauern. Sie wissen schon, dass Heiligabend ist, Sir? Als hätte Black Mask hier das Gefängnis betreten. Ich muss Commissioner Loeb finden, bevor es zu spät ist. Ja, und schon kommt auch schon das Tutorial. Ja, jetzt mal nicht so lang hier. Er hat gesagt, meiner Familie geschieht nichts. Hoffentlich steht er zu seiner Frau. Du wirst es nur nicht mehr erleben können. Tut mir leid. Black Mask ist nach nicht jammern. Worauf wartest du? Boah, die haben ganz schön was gemacht hier. Hey, ich bringe ja nicht alle Tage einen Anstaltsleiter um. Nein! Bitte! Nicht noch! Oh, ich werde dich noch töten. Aber bis dahin wirst du noch mehr Körperteile lassen müssen als nur dein Auge. Was ist das? Hinter dir! Oh komm, darauf soll ich mal einfallen? Probier doch mal was Originelles, du. Was für Flyer bist du? Kriegst du ein paar auf die Fresse. Nicht weh. Keine Sorge, wir tun dir nicht weh.
ich habe die Gerüchte gehört, aber du, dich soll es doch gar nicht geben. Wer hat hier gewütet? Ich weiß nicht, was es ist. Es ist riesig. Wo ist Black Mask? Ich weiß es nicht. Er will Commissioner Loeb. Vielleicht weiß einer seiner Leute, wo er hin ist. Mhm. Vielen Dank. Anstaltsleiter Joseph. Na ja, Joseph. Commissioner Loeb. Informationen. Richtiger Name: Gillian B. Loeb. Commissioner der JCPD. Gotham City. Augenfarbe braun. Okay. Ja, hier kann man auch wie bei jedem Batman-Spiel ja alles durchlesen. Gucken. Anstaltsleiter Joseph. Martin Joseph. Beruf Gefängnisdirektor. Ja. Das hätte ich mir jetzt auch denken können. Ja, Profile, Fallaktenbericht, Gossam-Infos und Zusammenfassung, ja. Das werden wir nach und nach noch erzählen. Personal und Polizeibeamte, stellen Sie Ihre Funkgeräte auf Kanal 13 für weitere Informationen. Ich habe mit jemand anderem eine Rechnung offen. Und das nimmst du ein Lenkrad? Was macht ihr hier? Nicht zu fassen, du hast sogar eine Center-Socke hier, also. Das ist doch mal süß. Ja, ich würde mal sagen, wir sollen da runter. Das sind Black Masks, Männer. Ich werde sie dazu bringen, mir zu sagen, wo ich Black Mask finde. Hallo. Na, 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 du wirst mal. Kriegt euch alle. Ach, Mano. Ah, habt ihr immer noch nicht genug? Ha, doch noch erledigt. Das sollte ihn aufhalten. Du redest jetzt mal besser. Wo ist Black Mask? Woher soll ich das denn wissen? Ich werde dich zum Reden bringen. Wie sehr du vorher leidest, entscheidest allein du. Leck mich! Für sowas habe ich keine Zeit. Okay, okay. Sie ist unterwegs zur Hinrichtungskammer. Mit Lob. Klug von dir. Jetzt darfst du dich ausruhen. Anscheinend ist die Tür doch nicht verschlossen. Hä? Was ist das denn? Die gehört nicht hierher. Wer die wohl kontrolliert? Los! Scheiße! Oh nein! Hallöchi! Au! Wir können es doch bestimmt friedlich klären. Und schlaf schön. Ich darf keine Zeit verschwenden. Ich sollte meinen Greifhaken benutzen, um über das Tor zu kommen. Okay. Killer Quark. Brüche wie der sind der Grund, warum du in der Scheiße steckst. Du wirst ja nie verflucht. Er trägt eine Körperpanzerung. Wenn ich ihn mit dem Umhang aus dem Gleichgewicht bringe, ist er verwundbar. Erledigt.
Mask oder seine Untergebenen gesendet haben. Detektiv? Ach, ist das schön. Jetzt kann man richtig alle wichtigen Sachen sehen. Bettränge auswählen, zielen und Feuer. Und dieses Gelenke hier. Hallöchen! Du kriegst mich nicht! Du erst recht nicht. Und nun leg dich schlafen zu deinen anderen Jungs. Schau, gibt's hier irgendwas was Nettes außer verängstigte Typen? Okay, sieht nicht so aus. Na gut. Hier kann ich mein Explosivgel einsetzen, um durch den Boden zu brechen. Na dann. Und Sprengung! Man sagt ja, Verbrechen lohnt sich nicht. Oh, no. Die Taschen von unserem lieben Commissioner an. Die sind nämlich voll mit meinem Geld. Und was habe ich vorzuweisen? Mit meinen eigenen Männern im Knast? Nein, nicht mehr. Nein, heute Nacht werden andere Seiten aufgezogen. Na, ja, Suppi. Deine Tage sind gezählt, Lob! Na schon, wir landen nicht in Rettungskammer. Das darf doch locker gehen. Ja, wie so eine dreckige Laborratte im Schacht. Wie ich das sehe, schuld mir was. Wir sollten jede einzelne Wache loswerden, damit er es leichter hat. Das könnt ihr ja machen. Hui! Hallöchen! Schön, dass ich vorbeikommen konnte. Du schläfst jetzt auch mal. Danke. An mir kommt der Weg vorbei. Hallo. Willst du mich nicht reinlassen? Okay, ich merke schon, du willst mich nicht reinlassen. Ist Popels. Wenn ich es hinter ihn schaffe, kann ich ihn sicher ausschalten. Alright. Ach ja, Leertaste. Ach ja, 3 ist dann das Explosivgel und dann. Fett Smiley und dann Sprengung! Danke, mein Herr, dass Sie mich reingelassen haben. Anstaltsleiter Joseph versichert, dass jeder, der Informationen liefert, die zu ihrer Ergreifung führen, belohnt wird. So. Bitte bewahren Sie Ruhe und bleiben Sie hier. Erst habe ich mich gefragt, was ich hier soll, aber na gut. Das war die Hinrichtungskammer. Warum mussten wir jetzt hier rein? Und, ah, okay. Das beantwortet meine Frage. Und wieder in den dreckigen Schacht. Boah, Spinnenweben. Und noch mehr Spinnenweben. Boah. Ekelhaft. Und er ist der Calendar Man. Und das kann man einfach nicht ignorieren. Du schuldest mir was, Julie. Und das könnte...
erstmal anschauen. Was soll das alles, Sionis? Habe ich dich nicht immer unterstützt? Mag sein, Gillian, aber Dinge ändern sich. Wir fangen von vorne an. Und du bist nicht dabei. Was soll das alles, Sionis? Habe ich dich nicht immer unterstützt?